Hallo Freunde von Wolf auf Arschips und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay. Dieses Mal sehen wir eine Johann de Witt eingesendet von Hehl. Kurze Anmerkungen zu Beginn. Es gab mehrere Johann de Witt Einsendungen. Nachdem ich sie quasi alle gebündelt habe, den Zufall entscheiden lassen habe, hat Hehl gewonnen. Es ist nicht das Gefecht mit dem meisten Schaden, was ich danach gesehen habe, aber der Zufall entscheidet und vielleicht ist es das spannendste Gefecht oder eines der spannendsten Gefechte. Wir werden sehen. Zusätzlich wurde unter dem Yukon-Video gewünscht, dass natürlich von der Zoom-Fertigkeit des Einsenders nicht so stark profitiert hat wie er im Gefecht. Gewünscht, dass ich da einmal ein Spiel als Fußballkommentator kommentiere, in der Art, dass selbst wenn das Zoomen oder das Agieren des Einsenders schwierig zum Verfolgen ist, weil viele dann an Übelkeit leiden, es dennoch zu hören ist. Ne? So auf gut Deutsch, wie damals, als es noch keine Bewegtbilder und auch keine Bewegtbilder in Farbe gab, dass die Leute Fußballspiele etc. im Radio gehört haben. Und ich glaube, das könnten wir einmal spaßeshalber probieren. Und wenn es euch gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und hofft euch in den Kommentaren aus. Tadala. Ah, beginnen wir einmal. Ach, gut, das ist das erste Mal, das wird ein bisschen schwierig. Okinawa. Okay. Für all jene, die diese Map Okinawa nicht sagt, besteht sie aus ein paar Inselgruppen im Norden und im Nordosten, während im Süden weitestgehend freie Fläche ist. Der Gegner positioniert sich noch meist ungesehen von der ansonsten nicht so gut verteilten grünen Flotte, die stark das C-Cap präferiert. Wir sind dort unten mit 7 Schiffen vertreten, während eine Benham, eine Schombart, eine Friedrich der Große, unterstützt von unserem Johann de Witt Heldenhehl, der gerade auf eine Breitseite fahrende Hindenburg von Quasmarek mit AP schießt. Wohlwollend sind die Granaten unterwegs und verfehlen das Ziel vollumfänglich. Nicht einmal ein Abpraller ist dabei. Aber es wird hier auf 18,6 Kilometer gespielt. Das bedeutet, wir haben die nächste Chance auf eine weitere Breitseite fahrende Brindisi, während wir nur mit knappen Möglichkeiten dem Tod entkommen, abweichend. Und 3 Zitadellen auf eine Brindisi, die die Flucht sucht, das Weite sucht, zurückkehren zu den noch nicht losgefahrenen Schlachtschiffen, wie eine Schombart und eine Pommern. Wir probieren es noch einmal mit Ape auf die soeben getroffen Brindisi, die, ja, ich würde sagen, die beide Hände in die Hand nimmt, wenn ein Schiff das vermag, um hier dem tödlichen Feuer zu entgehen. Mittlerweile ist unser DD, die Benham, auch in Nahe angekommen, der blockiert wird von einer Neos Drashimi und die Brindisi, die vorher weggefahren ist, Quasmark, die vorher keinen Treffer abbekommen hat, ist dadurch angespornt, dazu verleitet worden, weiter reinzufahren zwischen A und B. Wer weiß, welcher Teufel ihn reitet. Mittlerweile ist auch eine Georgia dem Gefechtsfeld näher gekommen als 24 Kilometer, ist jetzt auf einer Gefahrendistanz von 20,3 Kilometer, während wir immer weiter nach vorne versuchen, zur Unterstützung unserer Benham A zu nehmen, flankierend um die Neos Drashimi, die offensichtlich das Cap verlassen hat, da wir es, Gott, das ist ja voll anstrengend, da wir es jetzt einnehmen, abzufangen. Wir sprechen hier von der B-Linie, die wahrscheinlich auch in Kürze von der Bomberin besetzt wird und leider ist es ein Replay-Fehler, das wir nicht sehen können, oder ich habe gerade nicht aufgepasst, wenn ich auf die Karte geschaut habe, dass unsere Bomben hier eingesetzt worden sind. Die niederländischen Bomben, die Nebsten 240 mm Granaten einmal, und die sind lustig auszusprechen, Brisantgranat, das ist die HE, und die Panzergranat der Niederländer. Und der erste Brand auf die Georgia. Die, es ist ein Wahnsinn. Ich kann gar nicht beschreiben, was sich alles hier tut. Feindliche Johann de Witt Bomber sind im Angriffsflug auf die Schombart höchstwahrscheinlich. Die Bomben gehen nieder. Ein breiter Teppich deckt sie ein. Keine minimale Treffer. Ich revidiere, minimale Treffer wurden gemacht. Die Neos Drashimi wurde immer noch nicht gesichtet. Sie muss wieder zurück ins Cap gefahren sein. Ein Umstand, der ihr in Kürze das Leben kosten könnte. Der Rest des Teams ist aber angeführt von der Georgia, die später zum Kampf gekommen ist, auf der Flucht. Gzmrek, die Brindisi, die vorher todesmutig vom Teufel geritten in die Mitte der Gefechtskarte fahren wollte, ist dem Tod entrunnen, hat kaum Schaden getroffen, die eigene Unterstützung schießt schlecht. Wahrscheinlich war sie auch nicht offen. Da kommt die Pommern, wie vorhergesehen, und eine Breitseite stehende Johann de Witt, wobei Breitseite, das wird nicht mehr lange der Fall sein. Ich würde auf die Pommern abzielen, aber Hehl möchte gerne die Johann de Witt in Kombination mit der Brindisi mit seinen Pommern angreifen. Ein starker Anti-Air-Widerstand öffnet sich und
Es kommen sehr wenige Bombenmänner, es sind ungefähr 12 und natürlich trifft nichts, denn die Johann de Witt und die Brindisi können viel zu schnell beschleunigen als die ansonsten stehende Pommern. Jetzt wird, ich hoffe mal kurz, auf AP umgeladen, denn die Brindisi möchte das Cap contesten, um die Neostragimi, die vielleicht immer noch hier ist, aber nicht mehr ganz, zu unterstützen. Die Benham hat soeben das Cap verlassen, Friedrich der Große, Jean Bart und Hehl halten hier gegen eine Übermacht des Feindes. Die restlichen 1 Minute 40, bis so langsam ein Sturm aufzieht. Meteorologen haben dieses Ereignis schon vorhergesagt. Deswegen könnte man hier selbst dann noch in Unterzahl auf dieser Seite einen Sieg erringen, wenn Friedrich der Große, Jean Bart und auch Hehl intelligent gemeinsam agieren. Die Pommern und die Johann de Witt möchten es wissen. AP ist geladen. Johann de Witt stürmt nach vorne. Wohlweislich hinter der Insel, Torpedogefahr besteht keine, die Jean Bart wird sie gleich breitseitig erwischen und von diesem einen Schuss, von dieser Salve könnte einiges abhängen, nämlich das Leben und das Sterben eines Hehl, einer Johann de Witt, der auf der äußersten linken Flanke, während auf C das Cap genommen wurde, ist in eine große Überzahl, der Feind zurückgedrängt, also ein Scheiß, ja. Und die Brindisi kommt tatsächlich auch Stück für Stück nach vorne, allerdings noch hinter der Insel. Sie möchte zuerst A cappen, wahrscheinlich nicht einmal Beschuss ausgesetzt, von Jobart geöffnet, aber von Benham, die Richtung B fährt, um eine Friedrich Schulz beim Cappen zu unterstützen, was man selten sieht. Die Pommern ist nun auf 7 Kilometer dran, sie möchte ein bisschen mehr an Geschützen einsetzen, wird vielleicht ein bisschen Breitseite zeigen und jetzt wären Torpedos, die Johann de Witt nicht besitzt, natürlich Trumpf und Gold. Die Bomben, also die Flugzeuge hier, eher eine Belastung, wenn man sie einsetzen muss, wenn man es nicht schnell genug kann. Die AP wahrscheinlich nicht ausreichend, um einer Pommern, die so angewinkelt ist, großen Schaden zu verursachen. Eine Pen, der Rest ging daneben. Die Pommern dreht ein. Jetzt setzen wir die Flugzeuge ein. Die Pommern nur in einfacher Ausführung möglicher Wist. Ansonsten auf Stufe 9 kann man zwei hintereinander setzen. Noch 8 Sekunden bis zum Abwurf. Die Flugzeuge sind im Anflug. Die Antier gibt sich alle Mühe, aber kann nichts reißen. Die Flugzeuge haben ihre Bombenlast abgeworfen. Wir haben eine Detonation in 0 Sekunden und wir haben 5 Treffer, ein Brand, 2 Pens, der Rest ging auf den Arsch und da vorbei. Die Jean Bart wollte zum letzten Rahmen ansetzen, aber die Brindisi hat es geschafft, dies zu vereiteln und wir haben sofort als Vergeltung von, was war das, die Pommern, wahrscheinlich der Pommern, eine Breitseite erhalten und schweren Schaden erlitten. Unsere Johann de Witt muss sich jetzt zurückziehen. Der Zyklon wird sie vielleicht retten. Leider haben wir zu viele Schiffe verloren, um hier noch großartig etwas ausrichten zu können. Aber vielleicht kommt das Team unten bei C so langsam in die Gänge. Aegir, Georgia und Jean Bart des Feindes sind auch dort schon wieder auf dem Rückzug und man könnte meinen, die Aegir ist ins Gefecht gekommen, um zu fliehen. Anders kann man sich diesen Wahnsinn hier nicht vorstellen. Die Georgia, ein wunderbares Schiff mit starkem Heal auf dieser Stufe, richtet so gut wie gar nichts aus. Weder in Überzahl noch in Unterzahl. Es ist fragwürdig war, ob dieses Schiff zukünftig von diesem Kapitän noch einmal gewählt werden sollte oder ob vielleicht der Mannschaftstrainer diesen Spieler auswechseln sollte. In Minute 11 ist davon noch nicht zu sprechen. Es wird noch tapfer gekämpft, auch wenn Team Grün höchstwahrscheinlich den Sieg davontragen wird. Sie haben Cap-Hoheit, sie haben Schiffshoheit und auch die Pommern wird diesem dauerhaften Beschuss nicht viel länger etwas entgegensetzen können. Die Flugzeuge kehren jetzt zurück, sind aufgestockt, aber wir werden sie nicht mehr gegen die Pommern einsetzen. Denn, der Friedrich der Große geht noch raus, während die Pommern noch am Leben ist und gegenheilt. Nun ist natürlich eine Frage der SAP endlich getroffen in die Kasematte. Und Hehl dreht wieder links ein, um zum Cap zu A zurückzukehren. Nach Prognosen des Kommentators, der nicht so viel sehen kann, weil große Teile der Karte nun von Sturm bedeckt sind, gehen wir davon aus, dass die Brindisi Richtung B fährt, die Neostragimi wahrscheinlich Richtung A gefahren ist und die Jean Bart auch dahin unterwegs ist, wahrscheinlich auch Richtung B, um das einzunehmen. Die Brindisi, wie vorher besprochen, ist wirklich Richtung B gefahren, hat die Benham gejagt und hat sie schlussendlich auch erwischt. Wir sind jetzt in der Gefahr, dass wir ein Cap verlieren. Unser Team muss sich umpositionieren. Und das macht auch unsere Johann de Witt. Die alles entscheidende Frage ist, wird sie eine Neostragimi jagen oder eben nicht? Ihr wisst, 8 Kilometer Sicht bei Sturm. Neostragimi hat 10 Kilometer Torpedos. Wir haben 5 Kilometer hydroakustische Suche und Flugzeuge, die kein Schiff aufdecken können. Es ist dementsprechend eine alles entscheidende Frage der Strategie, was als nächstes gemacht wird. Die Brindisi begibt sich jetzt, also die Brindisi des Feindes bei F4, begibt sich rund um B auf seiner, was ist denn das jetzt hier, südlichen Seite, wenn oben immer Norden ist, zumindest bei World of Warships kann man das mal so machen.
Ja, ich glaube, das kommt hin. Und fährt direkt den Früchtergroße und Alaska-Kreuzfeuer. Unterstützt von der Früchterschulz wird sie es wahrscheinlich nicht mehr lange machen. Wir können dieses Geschehen nur auf der Karte verfolgen. Hale versucht nun den letzten oder das letzte Cap zu nehmen und fährt Richtung A. Die Frage ist, wo ist die Neustrachimie? So, danke schön, Gehirn. Und wo ist die Jean-Bart? Wobei die Jean-Bart wahrscheinlich das größere Problem darstellen wird, weil Tank hier und vielleicht kaum Schaden genommen. Unten haben wir noch die Brin, die sie sterben zurückgelassen. Leider hat sie in letzter Verzweiflungstat noch die tapferen Männer der Felix Schulz rausgenommen, die jetzt von der Alaska aus dem Wasser gefischt werden, die Richtung B gefahren ist, um auch dieses Cap zu sichern. Richter Große setzt sich langsam, aber doch sicher in Bewegung Richtung Nordwesten, um auch zu A zu kommen. Vielleicht die Neostrachimie zu flankieren, unentdeckt oder geschützt vom Zyklon. Und ich sehe schon, Hale hat momentan freies Licht, freie Fahrt. A kann genommen werden. Die Schiffe gleichen sich an, aber nicht so schnell, wie das rote Team das möchte. A ist frei. Ich wiederhole, A ist frei. Die Jean-Bart würde Hale extreme Breitseite zeigen und er könnte theoretisch mit Doppelschlag und Flugzeugen die Jean-Bart angreifen. Schwierig nur zu sehen, was macht die Jean-Bart, stehen oder fahren. Dann ist es schwierig mit dem Zyklon zu eruieren, ob und vor allem, wie weit man vorhalten muss und sollte. Die Neostrachimie wird zurückkommen und wir werden, ja, er probiert es aber trotzdem, ihr könnt das nicht sehen, weil ihr natürlich nur zuhört, ist schwierig. Ich denke mal, er hat gut daran getan, es so zu machen, die Jean-Bart wird noch warten, bis Friedrich der Große Richtung Nordwesten vorangeschritten ist. Die Alaska hat rein. Warum? Die Neostrachimie hat geschossen. Die Neostrachimie hat auf den Friedrich den Großen geschossen gehabt, deswegen war sie kurzfristig offen. Sie war kurzfristig offen, wir sind die ganze Zeit offen. Torpedos sind schon unterwegs. Hale fährt nun nach vorne, um den Torpedos besser ausweichen zu können. Hoffe ich mal, sieht er sie denn? Doch, er fährt langsam, aber sicher nach vorne. Er wird keinen einzigen Torpedo mitnehmen. Er nimmt die Lücke zwischen dem dritten und dem vierten Torpedo elegant, wie man es von ihm kennt. Und die Neostrachimie hat natürlich noch einen Werfer, einen Fünferwerfer. Und da wurde die Azuma von der Georgia erledigt und die Diron hat eine Jean-Bart erledigt. Zusätzlich dazu hat die Jean-Bart noch die Alaska erledigt, das letzte Bollwerk in B, das heroisch noch den Kampf um das Cap gehalten hat, während die Iowa flieht. Oben kämpfen wir noch, sehen wir noch eine Rhone gegen eine Georgia, die immer fliehende Georgia. Die Frage ist, wer wird dieses Gefecht entscheiden? Die Rhone hat dort schon torpediert. Sie geht auf Rammkurs vielleicht als allerletzte Möglichkeit. Und da ist die Neostrachimie. Die Neostrachimie. Dankeschön, Gehirn. Die es wagt, gegen die Johan de Witt die Kanonen auszupacken. Wahrscheinlich sieht sie schon, mit Torpedos ist da nichts zu machen. Und sie wird dafür bitter bezahlen. Wie ihr wisst, die Neostrachimie, die Projekt 41, hat einen 2% Heal, einen 1% Heal, welches ihr erlaubt, viele Trefferpunkte wieder hoch zu heilen, anstelle von nur 0,5% der meisten anderen Zerstörer, die einen Heal besitzen. Dementsprechend kann sie ein, zwei Salben abgeben. Natürlich war das kein schlauer Trade hier. Nichts gewonnen, nur verloren. Und oben die Rhone und die Georgia tänzeln umeinander herum. Niemand hat es geschafft, den anderen zu rammen. Aber die Rhone hat schlussendlich mit Hai den Brand des Todes gelegt, welcher die Georgia schlussendlich noch erledigt hat. Was für eine Schande für die Georgia und ihre Besatzung. Wir werden im Endscreen sehen, was die Georgia geleistet hat, aber es kann tatsächlich nicht so viel sein. Ich denke mal, bei der nächsten Teamaufstellung wird diese Georgia nicht mit dabei sein. So, die Neustrachimie sollte und muss annehmen, sollte und muss die Johan de Witt erledigen. Die Jean-Bart des Gegners, welche immer noch auf E6 die Position hält, kämpfen gegen eine Iowa und in Kürze auch kämpfen gegen eine Friedrich der Große, welche sich von Achter nähert. Flankierend. Anwinkeln kann man natürlich nicht gegen beide. Und der Friedrich der Große wird hier hart in die Breitseite schießen, während die Iowa versucht, frontal guten Schaden zu machen und vielleicht sogar ein paar Geschütze der Jean-Bart rausschießen kann.
Das werden wir leider nicht live hier sehen, aber ich kann es auf der Karte und von Meldungen aus vernehmen und euch beschreiben. Die Neo Strajimi ist Richtung B unterwegs gewesen und ist dort auch angekommen. Das Cap ist ihnen sicher. Sie möchte jetzt wahrscheinlich die Johann de Witt auf eine falsche Fährte locken, aber wir erhalten die Meldungen von Friedrich dem Großen, welche uns die Neo Strajimi-Position verrät. Und Hehl macht sich auch schon auf den Weg Richtung der Enge der beiden Inseln, wo die Neo Strajimi gerade abgedreht ist, um hier noch einmal hochzukommen. Es wird die hydroakustische Suche gewesen sein von Friedrich der Großen, welche sie auf 6 Kilometer aufgedeckt hat. Eine wichtige Information für uns. Hai ist geladen, die Neo Strajimi kommt entgegen. Wir sollten hart einlenken, dann können wir sie auf jeden Fall direkt spotten. Und die Iowa wurde von der Jean Bart erledigt. Jetzt zeigt der Friedrich der Große Breitseite der Jean Bart, die vorher noch im Bedrängnis gewesen ist. Und jetzt ist er selbst im Bedrängnis. Das könnte das Gefecht noch einmal komplett drehen. Wenn Torpedos der Neo Strajimi unterwegs sind und Hehl rausnehmen, dann ist nur noch der Friedrich der Große und die Rhone zwischen Sieg und Niederlage. Eine Rhone, die ihr Möglichstes tut, um wieder ins Kampfgeschehen zurückzukommen, nachdem sie heroisch gegen zwei Schlachtschiffe gekämpft hat am äußersten Rand des Kampfgeschehens. Es ist ein Wahnsinn. Es ist nervenaufreibend. Die Torpedos sind unterwegs. Hehl sucht die Lücke. Momentan sieht es nicht schlecht aus, dass er die Lücke zwischen dem ersten und dem zweiten Torpedo noch erwischt. Wargaming hat zum Glück hier eine etwas breitere Rille gelassen. Der Abwurf ist wie immer RNG, da kann der Neo Strajimi-Spieler nichts dafür. Er könnte allerdings beide Werfer abwerfen. Wobei, hat eine Neo Strajimi zwei Werfer? Ich glaube doch, oder? Ich glaube doch. Die hat ja einmal fünf, oder die hat noch zweimal fünf. Und dann zweimal 230er. Ja, das muss noch in den Schiffsbauplänen in der Nachbesprechung eruiert werden. Dann können wir danach noch einmal genauer eingehen. Die Anfrage ans Archiv ist raus. Und ich sehe, wir haben hier die Zone A, die wieder eingenommen wird von der Neo Strajimi. Kleiner, hinterlistiger, ich hätte fast das Wort mit B benutzt, in dem Eifer der Gefechtskommentation. Und man sieht nichts. Leider hat auch die Friedrich der Große den Kampf gegen die Jean Bart verloren. Nichtsdestotrotz hat sie es noch geschafft, die Jean Bart mit in den Tod zu ziehen. Heroisch gekämpft, würde ich behaupten. Beide von denen, obwohl die Jean Bart zu Beginn nicht in die Gänge gekommen ist, hat sie dann vieles wieder gut gemacht. Hehl sitzt jetzt bei 78.000 und 1,4 Millionen potenziellem Schaden, hat noch einen Heal über und die Johann de Witt hat 13.173 Punkte. Ähnlich viel wie die Neo Strajimi, welche jetzt gegen die Rhone kämpft und weil der Orkan sich so langsam verzieht, auch von uns Schaden bekommt, nämlich 2.500 und einen Brand bei 3 Treffern auf eine immerhin auf 13,4 Kilometer entfernte Neo Strajimi. Die Rhone wird sich natürlich auch nicht lumpen lassen und hier noch etwas entgegensetzen und die Zeit spielt für uns. Wir haben 2 Minuten 27 und 930 Punkte. Das Cap oder Zone B wird in Kürze wieder eingenommen und zurück in die Heimat geholt. Ich hätte fast gesagt, und zurück ins Reich geholt, frei nach dem wie sagt man da, von 1939 und, nein, Rheinland, ne? Das war das. Aber wir sind ja die Niederländer. Wir haben alle unsere Kolonien so gut wie verloren. Zumindest Teile davon werden wir in Kürze verlieren. Kommt auf das Jahr an, ne? Kommt auf das Jahr an. Vor allem nach dem Weltkrieg ist nicht mehr so geil. Übrigens, krass, die Niederlande, ein Land mit so winzig klein und ein Land mit so vielen Kolonien. Weltmacht zur See. Ist übrigens gut, dass die Schiffe reingekommen sind, auch wenn sie nicht wirklich auf historischen Schiffen fußen, aber ist trotzdem schön, ein bisschen Vielfalt zu haben. Gleich hier zu Beginn, es ist jetzt eine 1 versus 1, ich glaube, das können wir uns mal anschauen. Ich denke mal, die Neo Strajimi weiß, dass sie noch ankommen muss. Dementsprechend können wir unseren Kommentator-Stil jetzt ein bisschen runterfahren. Ich habe doch gemerkt, es ist ein bisschen anstrengend, so viel zu sprechen. Und es ist vielleicht auch anstrengend für euch, so viel zu hören. Ich spreche ansonsten in kommentierten Replays auch nicht wenig. Aber hin und wieder gibt es Pausen. Bei einem Fußballkommentator, bei einem Spiel, das ansonsten nur gehört und nicht gesehen wird, ist es natürlich umso schwieriger, Pausen zu generieren. Vor allem, wenn keine Tore geschossen werden. Aber auch dann das Geschrei direkt hinterher. So, 47 Sekunden. Der Gegner kann tatsächlich nichts mehr einholen, außer wir bekommen jetzt eine Detonation. Torpedos oder wir sinken. Wir machen hier vielleicht noch ein bisschen Schaden. Ich würde tatsächlich noch die zwei Fliege rausholen.
Ja, und einfach mal ein bisschen hinballern. Wer weiß, ob das nicht gut ist. Wer weiß, ob das noch was trifft. Vielleicht machen wir noch den letzten Kill. Aber Hel entscheidet sich dagegen. Wie gesagt, ist auch nur von, ja, sind wir ehrlich, wahrscheinlich von geringem Nutzen. Aber wir zahlen ja nichts dafür. Dementsprechend können wir gut. Muss man schauen in der Abrechnung, ob das unter Munitionskosten fällt. Ja. Geht sie noch raus? Ja, müssen wir sofort schießen? Wird sich. Komm. Geht sich nicht aus. Wargaming ist da. Doch! Das ging sich noch aus. 94.000 Schaden, 3-mal Zitadellentreffer, 2 zerstört, 1-mal erobert, 16 Zieltreffer mit der Sekti-E. Kaum nützlich ist. 5 Zieltreffer nur mit den doch so angepriesenen Bomben als gutes, ja, als gute Ergänzung zu der Hauptartillerie. Muss man schauen. Es geht schon, aber man muss halt die richtigen Schiffe treffen damit und dann wird es halt schwierig. In der Teambewertung steht Hel ganz oben, 2203 Punkte auf dem ersten Platz, hinter der Friedrich Schulz, im Gegnerteam die Jean Bart. Oh Gott, die Georgia, die ich so hat immer 1573 Punkte gemacht. Wäre interessant zu schauen, wie viel sie getankt hat. Gefühlt war sie immer hinten. Aber auf der anderen Seite hat sie wahrscheinlich noch gut Schaden gemacht. Sie hat ja schlussendlich dann zwar gegen die Ruhen verloren, aber gegen die 2 Schiffe, die 3, die da waren, wahrscheinlich guten Schaden ausgeteilt. Die Neustrajimi, übrigens, die Archive haben uns die Daten geliefert per Funk direkt ins Stadion. Hat natürlich 2x5 Torpedos. Damit lag ich tatsächlich richtig zu Beginn, habe mich nur verunsichern lassen. So, dann gehen wir mal weiter. Ausführlicher Bericht. Ja, wie gesagt, der Luftschlag mit 4000 ist enttäuschend bei 216 abgeworfenen Bomben, aber das ist von Gefecht zu Gefecht und Möglichkeit eben unterschiedlich. 1500 potenzieller Schaden. Seht ihr, halbpanzerbrechende SAP und panzerbrechende Granaten AP, was bei den Schäden hier erlitten worden ist. Und wir haben hier die Creditpunkte. Das ist die Skillung des Kapitäns Albertus Eckhütt. Und das sind die Einbauten, die unser Hel hier benutzt. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, vielen lieben Dank fürs Zusehen und wie schon gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt und ob ich hin und wieder solche Kommentarwünsche mit aufnehmen soll oder ob es besser ist, es einfach zu lassen. Ciao.